Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go und herzlich willkommen zu meinem Wochenrückblick. Freut mich wirklich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kleiner Schatz. Ja, ich bin ja gerade erst in Dänemark angekommen und muss sagen, ganz schön hier. Also auf jeden Fall ein Land, wo man runterkommen kann. Ne? Also hier behindern keine Berge irgendeinen weiten Blick. Ne? Man hat viel, viel Aussicht hier und ja, das macht einen ruhig, ein bisschen gemütlicher. Und das habe ich auch echt nötig gehabt. So in den letzten Wochen war schon sehr, sehr stressig. Aber habe ich mir selber ausgesucht, also kein Mitleid. Ja, auf dem Weg nach Dänemark habe ich auf dem Parkplatz übernachtet. Und ja, so einige von euch müssen jetzt ganz, ganz tapfer sein. Ich entschuldige mich schon mal jetzt für die verstörenden Bilder. Ja, guckt mal hier. Dieses Campingverhalten auf einem öffentlichen Parkplatz, das geht doch überhaupt gar nicht. Ne? Also schaut euch das mal an. Dann steht da einer über drei Parkplätze, weil er zu lang ist für so eine normale Parkbox. Meine gesetzlose Chihuahua-Hündin interessiert das gar nicht und liegt bequem auf ihrem Stuhl. Ja, ist schon verstörend. Ne? Ja, also ich fand's gut. War eine schöne Geschichte. Dann habe ich in Flensburg auf einem Platz übernachtet. Auf einem freien Platz habe ich einen kleinen Bericht drüber gemacht. Der folgt noch. Wirklich, wirklich klasse. Diese Gemeinde. Ja, kurz bevor ich nach Dänemark gefahren bin, habe ich noch eine Nacht in Flensburg übernachtet. Also auf einem kostenlosen Stellplatz. Bericht folgt. Wahnsinn. Ehrlich, Wahnsinn. Diese Stadt Flensburg hat alles richtig gemacht und hat alles verstanden. Ne, direkt gegenüber einem großen Shopping-Center, wo man also alles kriegt. Gardena, Anschluss, Schnaps, neue Schuhe, whatever. Oder Elektronikbedarf, haben sie einen riesengroßen freien Stellplatz gebaut. Ja, da standen vielleicht so 80, 100 Wohnmobilisten. Die gehen natürlich alle da einkaufen, ne, versorgen sich, bevor sie nach Dänemark fahren. Wirklich toll. Gepflegt, ganz sauber, ordentlich. Man kann seine Toilette da entleeren, man kann sein Abwasser loswerden, man kann dann seinen Müll loswerden, also mit allem Komfort außer Strom. Aber ansonsten und wie gesagt kostenlos. Doppeldaumen für die Stadt Flensburg. Ja, dann habe ich ja mein Fahrrad hinten jetzt endlich mal drauf gemacht. Ich habe da lange mit gezögert. Das kam daher, dass mein Fahrrad in meiner Wohnung stand und kein vernünftiger Fahrradkeller vorhanden ist. Und beziehungsweise haben sie da schon mehrere Elektrobikes rausgeklaut. Das wollte ich also nicht. Und immer in dem kleinen Aufzug das Fahrrad drauf und runter, das war nichts. Und hin und her, egal. Jetzt habe ich da hinten drauf gemacht. Eigentlich hatte ich vor, eine Regenrinne drauf zu schrauben auf den Fahrradträger. Habe ich auch besorgt. Aber die ist einfach zu labbrig und auch sehr scharfkantig. Gegen das Scharfkantige hätte man tun können. Aber ich habe es jetzt erstmal so auf die normale Kufe draufgestellt und das geht eigentlich wunderbar. Man muss also nur einen langen Riemen haben für die dicken Reifen, aber das hält super. Nur die Schiene habe ich ein bisschen versetzt und seitdem funktioniert das sehr, sehr gut. Ja, und ein Thema, was ja durch die Wohnmobilszene so geistert im Moment, also außer Toilettenentsorgung, und diese üblichen Geschichten, ne, dass sich da Leute daneben nehmen und so weiter, ist das Thema zu viele Camper. Ja, das stimmt. Es gibt auch zu viele LKWs, zu viele PKWs, zu viele Menschen überhaupt, also gar keine Frage. Ich finde, alle, die sich darüber beschweren, können wirklich gut zur Linderung beitragen, einfach ihr eigenes Wohnmobil verkaufen. Ja, oder in Gartenstellen Hühnerstall draus machen. Ja, ist einfach so. Sind einfach viele Camper da. Und nur weil jetzt im Moment viele neue dazugekommen sind, heißt das nicht, dass die Alten sozusagen mehr Rechte haben und so weiter. Wir müssen uns alle ein bisschen einschränken. Wir müssen alle ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Und nur weil das ein neuer Camper ist, ist das doch deshalb kein schlechter Camper oder vielleicht sogar ein Funskerl. Ne? Also nicht so schimpfen, sondern vielleicht so ein bisschen mehr miteinander
die schöne Zeit genießen. Also nur so eine kleine Meinung von mir. Ja, dann gibt es das Thema Kuschelcamper. Da werde ich immer wieder angeschrieben. Also ist echt ein Scherz. Oder ist echt verrückt, besser gesagt. Mein Gott, hier sind vielleicht viele Fliegen. Eine schrieb, ich würde immer so von Toleranz erzählen. Mein Gott. Eine schrieb, ich würde ja immer so von Toleranz erzählen, aber hätte selber keine Toleranz. Also entschuldige mal, wenn auf so einem Stellplatz, wo ganz, oder Parkplatz, wo ganz viel Platz ist, sich einer direkt neben mich stellt, dann toleriere ich den natürlich, aber ich finde es nicht gut. Und ich finde es eigentlich auch respektlos. Ne? Jeder hat ja so seine persönliche, möchte so seinen persönlichen Freiraum. Ne? Also ich mag das auch nicht, wenn manche Leute kommen so ganz dicht an der Kasse zum Beispiel oder in so einem Kaufhaus, so immer so ganz dicht an einen ran. Ne? Das mag ich nicht. Ne? Also es sind fremde Leute, keine Ahnung, was das für Leute sind. Mögen ja auch super nett sein. Aber so ein bisschen respektvoll miteinander umgehen und auch die Privatsphäre so ein bisschen respektieren, finde ich schon gut. Und das ist für mich Toleranz. Sie schrieb dann auch noch, naja, vielleicht hat die, sucht sie die Nähe sozusagen, weil sie dann sich ein bisschen beschützter fühlt. Tja, keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, weil, sagen wir mal, ich könnte ja auch ein Frauenvergewaltiger sein, das sieht man mir ja vielleicht nicht so an. Und wenn man sich dann so gleich neben mich stellt, könnte das ja eine willkommene Einladung sein und gelten. Da vielleicht auch so ein bisschen mal die andere Seite sehen, nicht nur seine eigene, sondern auch die andere Seite. Und die möchte vielleicht ein bisschen, bisschen Freiraum haben und ist ja froh, dass er aus dem Hühnerstall raus ist und jetzt im Wohnmobil unterwegs ist und da möchte er vielleicht nicht gleich wieder einen neben sich haben. Bei Freunden, Bekannten und so weiter ist ja natürlich was anderes, sondern bei Leuten, die man kennt, ne, da stellt man sich ja extra auch so nebeneinander und grillt zusammen und so weiter. Das ist ja eine ganz andere Nummer, aber man möchte doch die Gelegenheit haben, den anderen vielleicht mal kennenzulernen. Ja, und dann bekomme ich zurzeit unglaublich viele, also wirklich 4, 5 E-Mails jede Woche, manchmal auch 10, manchmal nur 2, wie das so ist. E-Mails, wo Leute mir einen ganzen Fragenkatalog zustellen oder zusenden. Ne? Also 10 Fragen, wir wollen jetzt nach Spanien fahren, wo ist da ein schöner Stellplatz, wie kann ich am besten entsorgen, also alles solche Fragen, Kinders, die kann ich nicht beantworten, dafür habe ich einfach keine Kapazität. Wenn ich unterwegs bin, will ich vielleicht auch mal ein bisschen Urlaub machen und ein bisschen nichts tun und nicht die ganzen Fragen beantworten, also nicht falsch verstehen. Was weiß ich, wenn wir uns irgendwo treffen und wir unterhalten uns, gebe ich euch alle meine Tipps, die ich habe. Also wenn er mir Fragen stellt, gar keine Frage. Aber ich kann nicht, das kann ich einfach nicht leisten, so viele E-Mails zu beantworten mit so vielen Fragen. Also gleich, wie gesagt, gleich so ein Fragenkatalog, das geht einfach nicht. Sorry. Ich habe ja einen Beratungsservice, ne? Das heißt, ihr könnt mich ja buchen, dann können wir miteinander telefonieren. Schriftlich beantworte ich sowieso nichts. Können wir telefonieren und dann können wir eine Stunde oder zwei miteinander quatschen und dann sage ich euch auch meine ehrliche Meinung zu allen euren Themen. Aber das kann ich einfach nicht so. Ich weiß, das kostet wieder Geld und ich weiß, müsste ja eigentlich alles umsonst sein. Aber guck mal, ich gebe ja schon so viel Content ganz kostenlos für euch raus. Ne? Also knapp 500 Videos. Sind bestimmt 400 Tipps und Tricks und Produktvorstellungen, aber auch, wie ich was bastel und so weiter, ist ja schon alles kostenlos. Und wenn ihr jetzt noch eine Stunde mit mir telefonieren wollt oder beraten werden wollt, dann, sorry, dann kostet einfach Geld. Und dann, die Leute sind auch so ungeschickt, wenn sie mir wenigstens mal eine Spende schicken würden vorab, um dann die Frage zu stellen. Aber nein, ist alles kostenlos. Finde ich nicht okay. Obwohl ihr sicherlich tolle Menschen seid und da vielleicht auch gar nicht drüber nachgedacht habt. Alles gut. Bin euch nicht böse, aber seid mir bitte auch nicht böse. Und habt ein bisschen Verständnis auch für mich. Sorry.
Sorry. Ja, wie geht's weiter auf dem Kanal? Jetzt bin ich ja unterwegs. Da werden also ganz viele Fotos auf Instagram gepostet, auch in meinem, unter meinem Community-Tab hier auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr natürlich immer sehen, wo ich gerade aktuell bin. Ich versuche das ganz aktuell. Mit den Videos geht das nicht so, aber mit den Fotos versuche ich immer ganz aktuell jeden Tag zu berichten, wo ich gerade bin. Und ja, hoffentlich auch ein paar schöne Fotos für euch zu veröffentlichen. Schatz, meine Lese ist gerade wieder so ein bisschen läufig. Ne? Dann muss ich jetzt immer ein bisschen aufpassen. So. Hier in Dänemark darf man Hunde ja sowieso nicht freilaufen lassen. Da muss ich meinen Schatz erst noch dran gewöhnen. Ne? Mein kleiner Liebling. Ja. Hm, ja. Und dann haart die wieder wie die Pest. Furchtbar, ehrlich. Wenn ich die so bürste, dann könnte ich eine Kissenhülle füllen. Ist wirklich wahr. Ist total verrückt. Ja, aber ist halt mein super Schatz. Ne? Ja. Mir geht es übrigens wieder richtig gut. Wir waren ja beim Tierarzt, hat sie wieder eine Tollwutimpfung bekommen, da war mal wieder fällig und noch so ein paar andere Sachen, Vitaminspritzchen, Zahnreinigung, Nägel schneiden, das komplette Programm. Ja, das schüttelt dich. Guckt euch das an hier. Ne? Furchtbar. Die muss ich zweimal am Tag muss ich die striegeln, sonst komme ich nicht mehr in mein Wohnmobil. Zwei harte Wochen. Ja, ich werde natürlich von meiner Reise berichten, immer jede Woche. Ich werde zwischendurch immer Stellplatzberichte veröffentlichen. Ich habe auch noch zwei Powerstation dabei, also zwei richtig geile Dinger, muss ich sagen. Also mein kurzes Announcement. Ich weiß, ganz viele YouTuber werden ja sozusagen von den Firmen zurzeit geflutet mit Powerstation. Und manchen von euch nervt das vielleicht. Ich kann das verstehen, aber versteht mich auch, ich bin alt und brauche das Geld. Ja, ist so. Und außerdem ist das, finde ich, ein super interessantes Thema. Und wenn verschiedene YouTuber über die gleiche Powerstation berichten, ist ja vielleicht doch für den einen oder anderen der ein oder andere Aspekt dabei, den der ein oder andere dann nicht erzählt hat oder eine andere Sichtweise auf die Dinge hat etc. Und von daher ist das gar nicht schlecht, sich 2, 3, 4 verschiedene Berichte anzuschauen. Und so hat man vielleicht noch einen viel, viel besseren Überblick. Ich möchte auch mal daran erinnern, dass ich ja auch mal eine Zeit gab ohne Internet und ohne YouTube. Wie habt ihr euch denn da informiert? Dann seid ihr auf die Messe gelaufen, habt euch so ein paar Prospekte mitgenommen und dann habt ihr da geguckt, Dinge verglichen und so weiter. Aber ob das Ding vertaucht, habt ihr doch erst festgestellt in dem Moment, wo ihr das selber ausprobiert habt. Und wir YouTuber probieren das für euch aus. Und das ist nicht einfach. Also, was heißt nicht einfach, aber das ist sehr zeitaufwendig. Also, so eine Powerstation, da bin ich eine Woche, zwei mit beschäftigt, bis ich so alle Geschichten so raus habe. Und dann muss ich das noch filmen und veröffentlichen. Also, ich sag mal, wir YouTuber geben uns da echt Mühe, um euch eine gute Informationsgrundlage oder eine gute Entscheidungsgrundlage zu bieten. Und wenn dann sich vielleicht, ich sag mal, 10 YouTuber gleichzeitig um die gleiche Powerstation kümmert, ja, mein Gott, dann ist das halt so. Ihr müsstet ja nicht gucken. Also, ne, ihr seid ja frei. Und ich habe ja so viele Videos veröffentlicht, da gibt es bestimmt eins, was vielleicht besser zu euch passt. Ja, nur so zur Erklärung. Bitte nicht böse sein. Ja, aber muss ja vielleicht auch mal gesagt werden. Ne? Also man hat ja immer so eine, also auch ich, ne, wir gehen ja dann so mit Scheuklappen durch die Gegend und wünsche mir vielleicht andere Themen dann als Zuschauer. Aber mein Gott, es gibt so viele YouTuber. Man kann ja den ganzen Tag, kann man sich beschäftigen mit dem Thema oder mit den Themen. Und deshalb meine große Sorry. Ich meine es auf jeden Fall nicht böse. Ich hoffe, ihr glaubt mir. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Also ich freue mich jetzt auf diese Dänemark-Woche hier total. Jetzt, wo ich das Video hier so einquassel, ist ja Samstag. Ne? Wir haben jetzt so 16 Uhr, dann werde ich jetzt gleich das Video schneiden. Habe noch 3 Stellplatzberichte zu schneiden. Das mache ich dann immer abends, wenn die Sonne weg ist. Wie gesagt, und freue mich schon auf die nächste Woche. Treffe mich auch noch mit 1, 2 Leuten, da freue ich mich auch drauf. Lazy. Na komm, warte. Na komm her.
Na los, rein mit dir. Na los. Wenn der Hund was will er was. Ne? Dann nervt er. Ja, und wünsche euch wie immer einen schrottfreien Flug. Genießt die Freiheit, die wir noch haben, solange wir sie noch haben. Bis dann. Tschüss.